Wenn der Betriebsrat gegen eine Kündigung Widerspruch einlegt, hat das eigentlich Rechtsfolgen? Ja, ganz klar, hat es, wenngleich nicht die vom Arbeitnehmer und Betriebsrat möglicherweise erhofften. Die Kündigung steht dennoch im Raum und der Arbeitnehmer muss Kündigungsschutzklage einreichen, wenn er gegen die Kündigung vorgehen will. Hat der Betriebsrat aber Widerspruch eingelegt, so kann der Arbeitnehmer ein Prozessarbeitsrechtsverhältnis fordern. Was ist das? Das bedeutet, dass er während des laufenden Kündigungsschutzverfahrens Anspruch hat, weiter beschäftigt zu werden. Also nach Ablauf der Kündigungsfrist, wenn der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis eigentlich beenden wollte, bis zum Zeitpunkt einer rechtskräftigen Entscheidung kann er ein Prozessarbeitsrechtsverhältnis fordern, muss also weiter beschäftigt werden unter den bislang gültigen Bedingungen. Das ist ganz erheblich, denn wenn man sich vorstellt, dass so ein Kündigungsschutzverfahren, sagen wir mal, man geht wirklich bis vor die letzte Instanz, locker mal 3 Jahre dauern kann, dann geht es hier um eine Menge Holz. Also für 3 Jahre Lohn wird dann auf jeden Fall entrichtet und man hat 3 Jahre lang noch Arbeit. Stellt sich hinterher raus, dass die Kündigung wirksam ist, gut, dann ist man dann nicht mehr in einem Beschäftigungsverhältnis. Stellt sich raus, dass sie unwirksam ist, dann hat man ja sein Ziel erreicht, aber auch für die Zeit weiter Lohn erhalten. Die zweite entscheidende Rechtsfolge ist, dass der Widerspruch des Betriebsrats dem Arbeitnehmer im Falle einer Kündigungsschutzklage zugeleitet werden muss. Das heißt also, der Arbeitnehmer bekommt den Widerspruch zugeleitet und kann daraus möglicherweise und sehr wahrscheinlich gute Argumente für seine Kündigungsschutzklage entnehmen, warum die denn unrechtmäßig ausgesprochen wurde, die Kündigung, und somit den Prozess möglicherweise gewinnen. Also, liebe Betriebsratsmitglieder, nehmen Sie Ihre Aufgabe des Widerspruchs ernst, das hat weitreichende Rechtsfolgen. Insofern toi 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 für Ihre Betriebsratsarbeit. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wenn Sie Lust haben, abonnieren Sie den YouTube-Kanal. Wir sehen uns.